Dorfgemeinschaftsfest des Feldheim im Jahr 1997 darf ich Sie hier miteinander ganz herzlich begrüßen. Ich begrüße Sie alle miteinander gemeinsam in gemeinsamer Freundlichkeit und Herzlichkeit. Gleichwohl sei es mir erlaubt, ein paar wenige Adressen zu Beginn hier zu verkünden und Namen zu nennen. Und da begrüße ich hier insbesondere anlässlich dieses Festaktes die Familie Krüger-Heckmeier. Ich begrüße bei dieser Gelegenheit hier den Vorsitzenden des Heimatvereins Feldheim, den Ortsheimatpfleger Reinhold König und den Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft Feldheim, Karl-Willi Dornemann, Feldeisbergen, Feldheim, Hausmeier, Mundenke. Ich begrüße die Damen, die Herren des Bezirksausschusses beziehungsweise des Rates und hier aus dem Bau, sehr verehrte Damen und Herren, und da denke ich auch an die Altvorderen, an die Herren, die gemeinsame Fischer-Künstler in den aktiven Zeiten hier bewegt haben, auch in Feldern für Feldheim. Ich begrüße den früheren Leiter unseres Amtes, Herrn Werner Kamp, der ohne besondere förmliche Einladung einfach bei das gehört und gelesen hat, hier hergekommen ist, dass wir gelegentlich auf Gemeinsamkeit betreiben. Und das auch im kirchlichen, christlichen Sinne. Und so hatten wir hier heute den gemeinsamen Gottesdienst mit den Gliedern unserer Gemeinde, der evangelischen und freikirchlichen Gemeinde, aber auch der Landeskirche. Was ich im Vorjahr im Rahmen der 1100-Jahr-Feier schon angedeutet hat, hat offensichtlich hier in unserer Gemeinde gegriffen. Und das ist gut so. Ich bin dieses hier jetzt zum Anlass. Danach geht aber bitte sehr. Herr Amtsleger, Herr König, ein paar Worte sagen. Wir wollen dieses blaue Tuch, es war ursprünglich ein anderes, aber junge Leute, dynamisch wie sie eben sind, haben das natürlich von uns entfernt. Aber dann werden wir eben dieses blaue nicht gerade tun, aber das ist alles mit Kunst. In der Kunststoffzeit werden wir das gleich entfernen. Aber ohne sehr lieber Karin, Dank zu sagen für die Feldermann. Vereinsgemeinschaft, Kinderdorfgemeinschaft, dass sie bereit gewesen sind, diese offizielle Namensgebung einzubinden in die Festfolge unseres diesjährigen Dorfgemeinschaftsfestes. Und natürlich daran teilzunehmen, denn das ist es. Wenn man ruft, dann möge man nicht so ein Spiel in der Hütte sein, dann freut man sich, denn immer viele, viele kommen. So sieht das Kalvini auch völlig korrekt. So, meine Damen und Herren, jetzt wollen wir die Vorredenkurse arbeiten. Und wollen diesen offiziellen Festakt hier teilen. Ihnen aber schon einmal so herzlichen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit. Also, Sie können es lesen. Ich darf hier sagen, auch zu meiner Freude hat die Stadt keine Mühe, aber auch keine Kosten gescheut, solch ein Führungseinrichtung hier nun zu erstellen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Heinrich, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mich einmal zu danken, der Stadt, die wir ausschütteln, dass wir so schnell und problemlos diese Namen ziehen konnten, denn den Antrag haben wir erst im letzten Jahr gestellt und dann haben wir natürlich auch sofort eine Zusage bekommen, dass sogar einstimmig der Bürgermeister da war. Dank zu sagen, hat es natürlich auch angestanden. Gut, dass wir hier sind. Wir sind hier sehr gut dahin und ich hoffe, dass es auch lange in dieser Form gut gehen kann. Dank zu sagen, hat der Dorfgemeinschaft, denn ich meine, ein voller Anlass, gerade hier heute Morgen, wenn wir da Bilder haben, hätten feiern können, wenn wir nicht diese Halle hier gehabt hätten. Das ist jetzt